haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. We're gonna make history. Incredible! My name is Alex Hunter. You don't know me, but believe me, you soon will. Yo, yo, yo. Und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von meiner Seite. Ja, heute wieder FIFA 17. Und zwar geht es heute um den Trailer mit dem Namen The Journey. Also, was ist das? Ja, also die Fragen, was ist überhaupt The Journey? Bestimmt kein Karrieremodus, Spoiler. Wie funktioniert es? Ist es eine originelle Idee, wie ihr im Titel gelesen habt? Nicht. Wo und wie wird es verfügbar sein? Ist es vielleicht aber auch nur eine ganz simple Weiterentwicklung, wo viel mehr Werbung gemacht wird, als es denn tatsächlich ist? Auch an dieser Stelle Spoiler. Und wird es das Spiel FIFA 17 auf entscheidende Art und Weise weiterbringen, also der Modus, das Spiel? Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange drum rum und fangen direkt mit dem ersten Punkt an. Also, was ist The Journey? Also, im Hintergrund seht ihr jetzt Screenshots von dem Trailer. Also, es ist eine Art Modus, wo man sich von ganz unten, also von der Straße, nach ganz oben kämpfen muss. Das mit der Straße, da bin ich nicht sicher. Und es gab diesen Modus schon einmal auf der Wii. Daher nehme ich diese Erkenntnisse auch. Und es ist also soll eine komplette Spielerkarriere mit mehr Sachen als nur auf dem Feld simulieren, wie Interviews, moralische Probleme, Beziehungen etc. Und wie funktioniert dieser Modus denn eigentlich? Also er wird eben, so nehme ich das an, wie eine Art dritter Karrieremodus neben dem Trainer- und Spielerkarrieremodus sein. Oder er ist eben einfach Spielerkarriere und dann einfach erweitert. Und er zeigt eben, das ist das, was das meiner Meinung nach ausmacht, mehr als nur das Spiel auf dem Fußballfeld, sondern auch eben Sachen neben dem Platz. Und das ist das auch, was es für mich jetzt im Trailer so interessant macht. Und es gibt dann auch natürlich Cutscenes, wie ich eigentlich auch schon die ganze Zeit darauf anspiele, die dann so die Story dahinter simulieren. Und das ist also FIFA 17 mit Story, das ist auch das, was man sich jetzt so, ich sag mal, merken soll, wenn ich jetzt in der Schule wäre. Also FIFA 17 hat jetzt eben auch eine Story. Und es ist aber allerdings keine originelle Idee. Zwei Begründungen. Zum einen hat NBA 2K16... das aktuelle Basketballspiel, es gibt ja zwei NBA Live von EA und eben von 2K Sports, NBA 2K16 hat schon so einen Modus, den habe ich auch schon gespielt und der ist auch gut, der ist mit Cutscenes, es ist eben in den USA, das muss man bedenken. Hier wurde eben nur die Premier League erwähnt und dann noch ein Spoiler meinerseits, ich hoffe, dass man auch eine andere Liga außer die Premier League auswählen kann, weil es wurde nur Premier League gezeigt. Und ja, da muss man natürlich dann gucken. Und zum anderen ist es keine originelle Idee, weil EA selber dieses schon mal gemacht hat. Es ist also nur eine Neuauflage, denn in gewissem Maße, war zwar nicht besonders groß, auch keine Cutscenes, aber man konnte schon sich von ganz unten nach ganz oben hocharbeiten mit FIFA 08, 9 oder 10 auf der Wii. Auf der alten Wii, nicht auf der Wii U, nicht auf dem Nintendo, sondern auf der Wii. Und von daher, ich denke mal, daran haben sie sich auch so ein bisschen orientiert. Und jetzt die nächste Frage, wo und wie wird es verfügbar sein? Ich glaube, ich habe die Frage vorhin übersprungen. Nobody does it better. Auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich nur für die Next-Gen-Konsolen und für den PC kommen.
Einfach der Performance wegen, da brauchen wir eigentlich nicht lange schnacken. Nächste Frage. Ist es vielleicht auch nur eine Weiterentwicklung, jetzt in Bezug zu dem Virtual Pro? Meiner Meinung nach ist es eine Weiterentwicklung, ja auf jeden Fall. Aber ist es denn eine sinnvolle oder eine nicht sinnvolle Weiterentwicklung? Es kann natürlich einfach nur die Cutscenes da reingeklatscht sein und ja, ist dann halt ein Modi, ne? Es kann aber auch ein wirklich dann gut ausgedachter, gut ausgeschmückter Modus sein. Und wenn sie da tatsächlich NBA 2K16 kopieren, dann haben sie schon einen sehr guten Modus parat. Natürlich sollte man keine Basketball-Cutscenes reinnehmen, das ist natürlich klar. Wenn sie das machen, dann haben sie schon einen sehr guten Modus geschafft und dann haben sie auch eventuell ein neues Feld für YouTuber geschaffen. Was wäre das? So eine Art Karrieremodus, das wäre mal was Neues. Ich denke mal, das wäre auch was, was ich dann mir vorstellen könnte zu machen und auch B anzugucken. Und ja, würde es das Spiel denn nun letztendlich weiterentwickeln? Na klar, natürlich. Das ist eigentlich eine Frage, die man sofort beantworten kann, denn das hat FIFA immer gefehlt. Es war immer so ein offenes Spiel, ja. Aber es hat so mal die Story dahinter gefehlt, die nun fast jedes Spiel hat, selbst Sportspiele. Und FIFA macht jetzt mit und ich finde das sehr gut. Und ja, das ist dann auch schon der Talk, also The Journey. Meiner Meinung nach doppelt nach oben, doppelt Daumen nach oben. Kommt aber darauf an, wie es umsetzen kann, und auch nur ein schräger Daumen werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut euch oben nochmal in der Infocard meinen Talk zur Frostbite Engine an, wenn ihr nicht wisst, was sie ist. Und wenn ihr mal eine andere Meinung zur Frostbite Engine haben wollt, schaut gerne mal in die Infocard. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.